Aber wie war der kleine Jakob überrascht, als er eintrat? Das Innere des Hauses war prachtvoll ausgeschmückt. Von Marmor waren die Decke und die Wände, die Gerätschaften vom schönsten Ebenholz mit Gold und geschaffenen Steinen eingelegt. Der Boden aber war von Glas und so glatt, dass der Kleine einige Male ausglitt und umfiel. Die Alte aber zog ein silbernes Pfeifchen aus der Tasche und pfiff eine Weise darauf, die gellend durch das Haus tönte. Da kamen sogleich einige Meerschweinchen die Treppe herab. Dem Jakob wollte es aber ganz sonderbar dünken, dass sie aufrecht auf zwei Beinen gingen, Nussschalen statt Schuhen an den Pfoten trugen, menschliche Kleider angelegt und sogar Hüte nach der neuesten Mode auf die Köpfe gesetzt hatten. »Wo habt ihr meine Pantoffeln, schlechtes Gesindel?« rief die Alte und schlug mit dem Stock nach ihnen, dass sie jammernd in die Höhe sprang. »Wie lange soll ich noch so dastehen?« Sie sprangen schnell die Treppe hinauf und kamen wieder mit ein paar Schalen von Kokosnuss, die mit Leder gefüttert, welche sie der Alten geschickt an die Füße steckten. Jetzt war alles Hinken und Rutschen vorbei. Sie warf den Stab von sich und glitt mit großer Schnelligkeit über den Glasboden hin, indem sie den kleinen Jakob an der Hand mit fortzog. Endlich hielt sie in einem Zimmer stille, das, mit allerlei Gerätschaften ausgeputzt, beinahe einer Küche glich, obgleich die Tische von Mahagoniholz und die Sofas, mit reichen Teppichen behängt, mehr zu einem Prunkgemach passten. »Setze dich, Söhnchen«, sagte die Alte recht freundlich, indem sie ihn in die Ecke eines Sofas drückte und einen Tisch also vor ihn hinstellte, dass er nicht mehr hervorkommen konnte. »setze dich, du hast gar schwer zu tragen gehabt. Die Menschenköpfe sind nicht so leicht, nicht so leicht.« »Aber, Frau, was sprechet ihr so wunderlich?« rief der Kleine. »Müde bin ich zwar, aber es waren ja Kohlköpfe, die ich getragen. Ihr habt sie meiner Mutter abgekauft.« »Ei, das weißt du falsch«, lachte das Weib, deckte den Deckel des Korbes auf und brachte einen Menschenkopf hervor, den sie am Schopf gefasst hatte. Der Kleine war vor Schrecken außer sich. Er konnte nicht fassen, wie dies alles zuging. Aber er dachte an seine Mutter. »Wenn jemand von diesen Menschenköpfen etwas erfahren würde«, dachte er bei sich, »da würde man gewiss meine Mutter dafür anklagen.« »Muß dir nun auch etwas geben zum Lohn, weil du so artig bist«, murmelte die Alte. »Gedulde dich nur ein Weilchen, will dir ein Süppchen einbrocken, an das du dein Leben lang denken wirst.« So sprach sie und pfiff wieder. Da kamen zuerst viele Meerschweinchen in menschlichen Kleidern. Sie hatten Küchenschürzen umgebunden und im Gürtel Rührlöffel und Tranchiermesser. Nach diesen kam eine Menge Eichhörnchen hereingehüpft. Sie hatten weite türkische Beinkleider an, gingen aufrecht und auf dem Kopf trugen sie grüne Mützchen von Samt.